Okay. Dann wird uns dieser Tag noch mal in die Mine führen. Ich sehe dich, du kleiner Drecksack. Wie nennst du mich? Ah, jetzt ist er weg. Stand ein Creeper auf dem Feld. Steht ein Creeper auf dem Feld. Na, 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 na. Was ist denn Schlange? Super. Wo bist du? Oh. Wir sind ich bin vergiftet. Brunnen Scheiße. Fallen. Oh, hier knurrt irgendwo. Die sind ganz schön gemein, die ganzen Viecher. Nur weil ich die Schlange töten wollte, hat die mich angegriffen. Voll gemein. Das ist ja fies. Ja. Was? Was? Jetzt greifen nicht alle Schlangen an? Oh. Das ist aber scheiße. Eieieiei. Jetzt haben sich alle Schlangen gegen mich verschworen. Das ist noch Kohle, das nehme ich jetzt mal mit hier. Mann! Fiese Möps. Fiese Möpse. Das wusste ich. Was? Dass das kommt. Was? Möpse. Gar nicht. Lala. So. Kohle haben wir jetzt echt genug. Es wäre schön, wenn da ein bisschen Eisen dabei rumkäme. Huch. Ein bisschen Sand wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn du eine Wüste gefunden hast, sag gerne Bescheid. Ich hab ja noch nicht mal Birkenholz. Ich hab... Oh Mann, mir fehlen Fackeln, aber immer. Ah, hier komme ich später nochmal hin. Ich suche erstmal Eisen. Eisen ist jetzt gerade hier Priorität Nummer 1. Was ist denn das hier? So. Ich hau mit dem Brot da drauf. Ja, kann man mal machen. Ich hau die Eisenbüsche mit dem Brot kaputt. Aber meinst du, ich finde hier mal Eisen? Das gibt's doch nicht. Eisen, Popeisen. So möchte ich heißen. Ist dein Haus hier wenigstens monstersicher? Nein. Auch nicht? Wo schläfst denn du dann immer? Im Dorf. Wer es sich leisten kann, ne? Du gehst immer ins Hotel. Oh, ich schlafe nicht zu Hause, ich schlafe in meinem Hotel. Das ist irgendwie mehr convenient. Was quietscht hier rum? Habe ich eine Maus getötet? Du hast eine Maus getötet? Oder was sind das? Fledermäuse? Ich weiß es gar nicht. Da ist eine Mausi. Was greift die? Wieso greift die denn alles an hier? Ich sag noch so nett, oh, hallo kleine Mausi, und da ist eine Mausi. Und das kommt, die kommt auf mich hin und greift mich an. Das ist ja gemein. Habe ich irgendwas getan? Ich habe doch gar nichts getan. Außer eine Ziege angegriffen, eine Schlange getötet. Aber die Rain hat schon Kühe getötet. Das ist viel bösiger. Nö. Doch. Lass mein Eisen in Ruhe, du blöde Lava. Komm, geh weg. Ich will das Eisen da haben. Dankeschön. Komm, geh weg. Geh weg. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ein bisschen Eisen. Popeye. Was soll das denn schon heißen? Gib's mir hart. Weil ich es so mag. Das Eisen natürlich nur, hallo. Was denkst du denn da schon wieder? Ich meine, diese Leute, weißt du, da kann ich doch nichts für, wenn du an versaute Dinge denkst. Da kann ich rein gar nichts für. Natürlich. Die Musik ist ein Tacken zu laut gerade gewesen.
Ich höre Spinnen, das ist nicht gut. Wenn man in einer, Mine ist, Spinnen zu hören, ist... Du spinnst doch. Das ist nicht gut. Hier ist ein Spawner, auf jeden Fall. Oh, um mich rum ist es am Krepeln hier. Oh, die sind hier. Die sind genau über mir. Oh, das ist so ein schlimmes Geräusch. Oh Gott. Wie diese kleinen Füßchen auf den Stein rumtrappeln. Hier überall. Oh, das ist so... Man fühlt sich so komisch hier. Geht weg. Das fühlt sich an, als wären die direkt auf mir drauf. Spinnen. 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 Die Spinnen doch. Aber meinst du, ich finde Eisen? Es ist doch... Kann doch nicht sein. Bleib doch einfach weg, ihr blöden Spinnen. So. Lass mich in Ruhe. Noch mal ein bisschen aufgeräumt hier. Mal ein bisschen klarkommen. Weißt du, ich bin jetzt schon geschädigt von den ganzen Wimmelbildspielen. Ich muss erstmal überall aufräumen. Das ist nicht gut. Oh, hier sieht es aber schön aus. So weiß, dann grau. Das ist eine gute Kombi, das muss ich mir merken. So. Einmal die Mitte durchschneiden, dann weiß ich, da bin ich auf jeden Fall gewesen. Okay, hier haben wir noch einen Gang. Ach, jede Menge Kohle. Die nehme ich schon gar nicht mehr mit. Wie viel Kohle habe ich schon? Was? Oh, der feine Herr. Der feine Herr, der verschmäht die Kohle in der Wand. Aluminium ist ja auch schön, aber Mann. Eisen ist das, was ich brauche. Eisen, Eisen, Eisen. Da ist was. Was ist das? Die backen hier durch. Die backen durch die Wand. Die backen Spinnenkuchen. Das ist wirklich eklig. Oh, da ist Eisen. Zwei Stück zwar nur, aber immerhin. Was denn? Keine Erde mehr. Wenn das 1, 2, 3, 4, 4 mal 9 sind. Na. 36. Gut. Danke. 46 Eisen brauche ich also dafür. Das bedeutet, kommt aus einem Eisen Iron Ore, hier ist was. Kommt aus einem Iron Ore, nee, das mache ich lieber so, auch ein Eisen raus, ja, ne? Ja. Ich glaub schon. Das heißt... Höhle. Ja, ich brauche noch sehr viel mehr Eisen. Oh, und hier ist auch gleich schon Eisen. Mikmatite Ironohre. Das ist zwar nicht viel, aber ich will mich nicht beschweren. Mikmatite. Wolltest du nicht das Essen machen? Nein, nein, ich habe gerade so auf die Uhr geguckt, deshalb kam ich da so drauf. Vibe, wolltest du nicht eigentlich Essen machen, statt hier dumme Sprüche zu kloppen? Hallo. Ich habe gerade zufällig auf die Uhr unten rechts geguckt und dann dachte ich mir, oh, es ist schon nach 5. Ja, geh gleich. Dicer. Was für ein Nicer-Dicer? Nicer-Dicer. Ein Sklett. Das ist ein Sklett. Kommen Sie her, Sklett. Da ist noch das gleiche, das nächste Sklett. Dum. Oh, der hat mich erwischt. Nein, ich häng fest. Aua. Oh,
erschreck mich doch nicht so. Hallo? Fackel? Dankeschön. Ein Bogen, juhu. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen, das ist doof. Komm, dann essen wir mal den Apfel. Der hilft immer. Der hilft immer ein bisschen. Der hilft immer können. Nein. Oh, aua. Ich hab einfach mal zur Vorsicht schon mal aua gesagt. Oh, was hat der denn auf dem Kopf? Der hat einen Walfischhut auf dem Kopf. Wir helfen keinen Ömerkens mehr. Nein, wir helfen keinen Ömerkens mehr. Ich möchte das nicht. Nur noch im wahren Leben. Also hier ist auch nochmal Kupfer. Und hier ist auch nochmal was von dem Zertusquarz. Aber das brauche ich alles nicht. Erstmal habe ich jetzt 17 Eisen. Das reicht nicht. Okay, hier waren wir. Schlafen? Oh, ist es etwa Nacht? Ja. Dann muss ich zurückkommen, warte. Fackeln links. Habe ich nicht zufällig 3 Wolle dabei? Ah, natürlich nicht. Was ist das denn? Mein Weg nach Hause ist versperrt, da ist ein Golem. Oh. Ein kleiner Golem zwar, aber Golem ist Golem. Golems Golem. Ja, dann ich Der wirft auch schon mal. Ja, das ist ja jetzt eine gute. Ein guter Zeitpunkt. Ja, ich muss das Essen machen. Oh. Mini-Golem. Oh, ich hab ihn erwischt. Oh. So. Was ist das hier jetzt für ein. Was ist das jetzt? Ach, roter Granit hat er sich genommen. Der fiese kleine Sack. Ich bin dann mal weg. Alles klar, tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Ich glaube, allzu lange mache ich auch nicht mehr. Wir werden uns nur noch mal ein bisschen Eisen suchen müssen, weil das ist leider immer noch zu wenig. Das ist Aluminium. Der Golem ging ja ganz gut weg gerade. Das, ja. Hier waren wir noch nicht. Irgendwie müssen wir erstmal das Wasser da stoppen. Muss hier durch. Los. Lass mich da hin. Ach, scheiße. Schön daneben gesetzt. So. Sehr schön. Ich glaube, das ist natürlich Kupfer. Naturellement ist das Kupfer. Ich hoffe nicht, dass ich gleich irgendwie auf diese Spinnen treffe. Das wäre so fies. Ich glaube, ich mache da oben erstmal zu. Erstmal gucken. Ist hier. Hier ist ja gar nichts. Gut, dann brauche ich auch nicht zumachen. Okay. Weißt du, das hier ist nämlich genau die Etage. Oh, ich dachte, da wäre ein Skelett. Das ist genau die Etage, wo die Spinnen sind. Ein höher quasi, als wir jetzt sind. So. Hier erstmal durch. Hallo, was ist das? Petroleum. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Das ist Kupfer. Nur in einer anderen Farbe. Die Musik ist gerade irgendwie weg, ne? So. Immer wenn ich hier, also wenn ihr das Optionsmenü seht, dann bin ich kurz auf dem Desktop. Oh, da ist Sand. Oder? Jo. Kommt der denn her? Ich habe Sand gefunden. Ich weiß nur nicht, woher der herkommt. Ich habe Sand gefunden. Bin ich jetzt hier? Das sieht aus wie eine Wüste. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Ist das eine Schlucht unter einer Wüste? Oder nur so eine kleine Sandkaverne, oder wie das dann heißt. So ein eingeschlossenes Sandgebilde. Gucken wir mal. Gehen wir erstmal runter hier.
So. Luft. Da ist unsere Base. Das ist quasi die untere Etage bei unserer Base. Unserer Underground Base. Und hier scheint auch irgendwo Sand zu sein. Aber es ist keine Wüste. Das hätten wir gesehen von oben. Oh Mann, und wir gehen immer tiefer. Ich will so tief gar nicht. Oh nein, bleib mir weg. Ich sehe dich da unten. Bleib da unten, ich esse erstmal ein Brot. Habe ich nicht noch Karotten? Nein. Och, hier von beiden Seiten können sie doch wieder kommen. Ja, komm mal her, dann kann ich... Ja, bleib mal da, genau, super. Super hast du das gemacht. Mein Inventar ist zu klein. Was lassen wir hier? Kann ich das nicht in... Genau, so und dann... Ach, bleib mal weg. So und so. Ich höre dich. Ich höre dich stapsen. Stapfen. Genau, bleib mal in dem Busch da. Das ist schon okay. Ich gucke immer so ein bisschen nach oben und ich denke, da kommt ein Creeper. Ach, das ist Kupfer. Na, Kupfer brauche ich nun wirklich nicht. Ich lasse das erstmal hier. Das kann von mir aus auch despawnen. Ist mir jetzt egal. Eisen? Okay, da ist... Da, was war das? Kupfer, natürlich wieder Kupfer. Wo sind wir denn hier? Ich will hier eigentlich gar nicht so tief. Chalk, Zinn. Da oben können sie auch wieder runterfallen. Und hier geht's zurück in die Mine. Wie viel Eisen haben wir? 24. Es könnte fast reichen. Wenn ich auf dem Rückweg noch ein bisschen was finde. Ich will jetzt eigentlich nicht weiter hier. Ich habe zu viel dabei. Jetzt ist die Musik wieder so laut. Ich habe zu viel dabei. Das ist mir zu riskant. Wir kommen hier nochmal hin. Ein bisschen Sand können wir mitnehmen. Wir brauchen noch Fensterscheiben. Vielleicht kommen wir da auch noch irgendwo hin, wo wir doch noch mal ein bisschen Metall finden. Wir werden nämlich gleich unser ganzes Metall verschwenden. Also nicht verschwenden, aber benutzen. Ach, guck mal, hier sind wir jetzt. Ah, verstehe. So schließt sich der Kreis. Das kommt mir hier nicht bekannt vor. Und natürlich auch kein Metall. Oder was ist das hier? Kupfer, Yellowrit, Zertusquarz. Nichts. Also nichts Nützliches. La, na, na, na. Es kann übrigens auch mal sein, dass ich vielleicht außerhalb der Aufnahme ein bisschen was mache, wenn Dinge viel Zeit erfordern, sage ich jetzt mal. Oder viel, sehr viel Fleißarbeit, wo ich dann vielleicht erstmal was vorbereite und dann zeige ich euch das hinterher. Das kann auch mal sein. Also wundert euch dann nicht. Warte mal, da hinten, da ist doch noch... Da ist doch noch... Ist das nicht... Zinn, ach herrlich. Juhu, Zinn! Zinn brauche ich so unheimlich nicht. Ich guck noch mal hier. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen Licht hier machen. Ein bisschen Light verbreiten. Der Leitjan macht Licht. Da ist doch Metall. Oder nicht? Ist das nicht Metall? Oh, da ist Metall. Da ist Metall. Da ist Metall. Ich höre ihn. Mhm. Irgendwo ist da ein Skelett. Aber ich bin weg. Ich bin weg. Tschüss. Ich verpiesel mich. Und ich mache wieder zu hinter mir. So. Lieber auf Nummer sicher gehen. Man weiß ja nie. Es ist auch Tag. Das ist wunderbar. Normalerweise kommst du aus der Höhle raus. Hallo Ferdi. Hallo Elefant. Uiuiuiuiui. Normalerweise kommst du aus der Höhle. Bist du mir feindlich gesinnt? Nein, danke.
Und es ist Nacht. Okay, da will ich jetzt nicht. Da könnten auch gerne mal... Nee, warte. Wenn da ein Creeper spawnt, dann würde ich es bereuen. Ich wollte gerade sagen, da können auch gerne mal Monster spawnen. Dann kann ich mir die zunutze machen quasi. Bis da mal ein Creeper spawnt. Und dann weiß ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es ist gerade Sonnenaufgang, liebe Kuh. Ist das nicht schön? Ein herrliches Bild mit dieser Kuh. Kann man das Haus von der Rain eigentlich sehen von hier aus? Das müsste irgendwo da sein. Die Render Distance habe ich jetzt nicht allzu hoch. Ich will nicht zu sehr die Performance hier beeinflussen. So, jetzt legen wir erstmal ab. Also, das brauchen wir nicht. Haben wir noch Platz für Sand? Für das ganze Sandgedöns haben wir noch. Das legen wir weg. Bone Meal brauchen wir vielleicht später für den Garten. Den müssen wir uns auf jeden Fall machen. Ich will mich nicht immer aufs Dorf verlassen müssen. Viel Holz, dank der Mine. Und hier haben wir noch 16 Eisen, das wird trotzdem nicht reichen. Das wird nicht reichen. Wir brauchen jetzt noch... Ne, warte mal. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Also noch 2. Das heißt 18. Doch, das wird reichen. Och, wunderbar. Das lasse ich aber hier, bevor ich jetzt hier sterbe. Was nehmen wir denn mal mit? Komm, wir pflanzen bei der Rain mal ein paar Blümchen. Wenn sie weg ist. Und dann besuchen wir sie mal. Gucken wir mal, wie sie so gebaut hat, wo sie so wohnt. Machen wir auch einen kleinen Abstecher ins Dorf und gucken da doch mal nach Kartoffeln oder Weizen oder. Schön hier. Ich muss sagen, die Shader, die ich hier aktiviert habe, die gefallen mir auch ganz gut. Die Performance ist da weitaus besser. Du Kackziege, ich weiß, warum du so heißt. Nein, du isst das nicht weg. Geh weg. Oh, ich hasse dich. Ja. Oh, sie hat es mir heimgezahlt. Aua. Ey. Lass mich. Ich will da ernten. Gut, dann gehe ich halt irgendwo weg. Hast gewonnen, Ziege. Was wollte ich denn gerade sagen? Irgendwas wollte ich doch gerade erzählen. Bevor die Ziege mich unterbrochen hat. Sellerie brauchen wir nicht. Hier ist noch ein bisschen, aber nicht fertig. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Ziege hat mich ausgebracht. Blöde Ziege. Kackziege. Karotten, genau. So. Schön. Ach da, guck mal da. Nehmen wir ein paar rote Blümkes mit. Huch. Ach, guck mal hier. Das soll wahrscheinlich ein Weg werden, oder? Wahrscheinlich, damit man sich nicht verläuft, wenn es dunkel ist. So kann man sich nämlich nicht verlaufen. Das ist auch ganz schön da oben. Hauptsache, die Tür steht schon mal. Oh, hier am Wasser. Das ist schön. Ja, muss man schon sagen. Ein schöner Ausblick. Und wo war jetzt das andere Dorf? Komm, das gucken wir auch nochmal schnell. Ah, so Treppen brauche ich auch noch dringend. Auch runter. Da sind schon wieder die roten. Weißt du mal, mache ich mal eben nochmal hier. So. Nee, das ändert gar nichts, ne? Ah, guck mal, wenn er sich dann neu lädt, dann funktioniert es plötzlich. Ah, hier ist auch noch... Oh, hier ist es aber gefährlich. Was ist das denn? Kukumba? Also, na, sag mal schnell. Oh, Kartoffeln! Ja, Kartoffeln! Du...
Die will Streit, die will Stress. Die hat mich erwischt. Lass mich! Hilfe! Boah, die will wirklich Stress. Aber das war's mir wert. Blöde Kackziege. Er hat die Verfolgung aufgegeben. Beseit es! Ich habe ein Schwert und ich werde es benutzen. Hat sich was mit Artenschutz hier. Artenschutz bis auf Ziegen. Ja doch, wir schützen unsere Arten. Bis auf die Ziegen! Die haben hier kein Lebensrecht. So, zurück nach Hause. Ich hoffe, unser Eisen ist fertig. Ich beeile mich mal ein bisschen. Schwuppdiwupp. Weil so langsam möchte ich auch zum Ende kommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir hier bei der ersten Aufnahme, wo wir erstmal ein bisschen gucken, schon so viel aufnehmen. Guck mal. Schön. Tür zu, bitte. Danke. So. So. Und wir haben sogar noch ein bisschen Eisen übrig. Guck mal. 8 Stück. Und jetzt müssen wir gucken. Ach ja, die Seared Bricks. Oh, die fehlen mir natürlich noch. Oh. Die Toolstation, die kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Ne? Einfach hier so eine Werkbank und Blank Pattern. Da müssten wir... Haben wir da nicht noch sogar eins? Ne, haben wir leider nicht. Das ist doof. Kriegen wir aber hin. Wir brauchen... Haben wir nicht. Wir brauchen Sticks. So, ich bereite dann schon mal ein bisschen was vor, weißt du? Dass das später schneller geht. Guck mal. So. Jetzt eine Werkbank. Schwupp. Und dann die Toolstation. Genau. Okay. Und jetzt bräuchten wir quasi die Seared Bricks. Ja, und die haben wir nicht. Können uns mal... Ja, wir können auch den Eisenblock hier hinsetzen. Das kann man machen. Ich mache uns nochmal eine Kiste fertig. Sortieren müssen wir irgendwann echt später. Irgendwann haben wir wahrscheinlich ein richtiges Haus. Ne, die brauche ich. Ein richtiges Haus. Und auch entsprechend dann Lagerplatz und so. Und dann können wir das da einsortieren. Jetzt ist es im Moment noch ein bisschen, ist alles so in der Schwebe so ein bisschen. Ein paar Ofenkartoffeln, das kommt immer gut. Oh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ofenkartoffeln, oh, der Magen hängt mir echt auf die Kniekehlen hier. Oder eine Karotte, das wäre auch schon schön. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, hoppala, wir kommen jetzt mal zu einem Ende. Ich werde mich mal irgendwie auf unser Haus positionieren. Mit Blick aufs Dorf. Ja, möchte ich euch danken fürs Zusehen hier bei Minecraft. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Je nachdem, wie wir so drauf sind, reden wir mal über dieses Thema, mal über jenes Thema oder lauschen ein bisschen mehr der Musik. Wir machen einfach das, worauf wir so Lust haben und ich hoffe, euch gefällt's. Minecraft ist ein ruhiges Spiel und ich finde, das ist auch gut so. Das darf es auch sein. Alles klar. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, gerne wieder in Minecraft oder auch bei einem anderen Spiel. Macht es gut, bis dahin, euer Leitjan.